Wir eilten zu den Maschinen. Eine nach der anderen wurde angelassen und wir starteten Richtung Süden ins Katastrophengebiet, hauptsächlich zum Ortsteil Wilhelmsburg. Wir konnten während des Fluges immer und zu jeder Zeit auf das Radar des Flughafens Fuhlsbüttel zugreifen. Auch ich flog Richtung Wilhelmsburg immer schön langsam, so mit ca. 60 Knoten. Dann waren die Böen nicht so heftig für die Maschine. In Wilhelmsburg ging ich bis auf ungefähr 20 Meter herunter, um genaue Einzelheiten zu erkennen. Meine Flugrichtung führte mich auf eine kleine Schrebergartensiedlung zu. Die Gartenhäuser schauten nur noch mit den Dächern aus dem Wasser. Der Sturm trieb das Wasser immer gegen die Dächer der kleinen Häuser und stieb dann in einer Gischtwolke darüber hinweg. Das kann eigentlich keiner überlebt haben, dachte ich noch so. Da, auf einmal sah ich in so ungefähr 100 Meter Entfernung Bewegung auf einem Dach. Das kann doch gar nicht sein. Doch, es waren Menschen, die sich verzweifelt am Schornstein auf dem Dach eines kleinen Hauses festhielten. Offenbar hatten sie mich gesehen, denn eine Person winkte zu mir herüber. Ich flog einen kleinen Kreis um das aus dem Wasser herausragende Dach und die zwei Personen. Wie sollte ich sie retten? Eine Winde, mit der ich sie in den Hubschrauber ziehen könnte, hatte mein Hubschrauber nicht. Nach kurzer Überlegung entschloss ich mich dazu, parallel zum Dach mit der linken Kufe auf der Dachschräge eine Landung zu versuchen. Dann könnten die Leute einsteigen. Gesagt, getan. Ich machte einen vorsichtigen Landeanflug auf das Hausdach. Und als ob der Sturm ein Einsehen hatte, ließ er für einen Moment nach und die Landung auf einer Kufe an der Schräge des Daches gelang. Der Rotor des Hubschraubers ging gerade mal einen Meter über den Schornstein hinweg. Obwohl ich mit aller Kraft und Konzentration versuchte, den zappelnden Hubschrauber ruhig zu halten, gelang mir dies nur sehr mäßig. Denn die eine Kufe musste ich bei dem schrägen Dach ja in der Luft halten. Aber trotz der widrigen Umstände schaffte es der Mann, ich hatte inzwischen mitbekommen, dass es ein Mann und eine Frau waren, den Hubschrauber zu besteigen. Er reichte seiner Frau die Hand, um auch sie in die Maschine zu bekommen. In diesem Moment wurde der kleine Hubschrauber von einer gewaltigen Windböe getroffen. Das Dach unter mir gab nach und rutschte zur Seite weg und ich konnte nur noch verzweifelt am Pitch ziehen, um Höhe zu gewinnen. Was in diesem Moment mit der Frau geschah, habe ich keine Sekunde lang mitbekommen. Nachdem ich den Hubi wieder einigermaßen unter Kontrolle hatte, schaute ich mich um und sah zwei Personen hinter mir sitzen. Mir fiel ein Riesenstein vom Herzen. Ich hatte es geschafft, beide zu retten. Per Funk meldete ich nach Fuhlsbüttel, dass ich zwei Personen an Bord habe, die ich von einem Dach in Wilhelmsburg gerettet hatte. Beide brauchten wahrscheinlich ärztliche Hilfe. Am Landeplatz angekommen, stand auch sofort ein Rettungswagen bereit und die Sanitäter luden sie in das Fahrzeug. Dieser Einsatz hat mich wirklich bis an die Grenzen gefordert. Mir aber auch gezeigt, wenn man sein Fluggerät wirklich beherrscht, wird das Unmögliche möglich. Nun meldete ich mich bei meinem Chef zurück und schilderte meinen Einsatz. Sein Kommentar: Gut gemacht. Sie haben für den Rest des Tages Pause. Er musste mir wohl meine Erschöpfung angesehen haben. Ein kluger Mann. Es wurden von den kleinen Hubschraubern leider nur noch wenige Menschen gerettet. Aber von den großen Sikorsky-Maschinen viele aus den Überschwemmungsgebieten evakuiert. Diese Leute hatten sich meist auf höher liegende Gebiete gerettet und waren so der Flut entkommen. Leider kamen aber trotz des Einsatzes vieler Hilfskräfte noch 350 Menschen ums Leben. 9 davon waren Bundeswehrsoldaten. Dagegen stand aber die stolze Bilanz von 1.117 geretteten Hamburger Bürgern. Die Einsätze der folgenden Tage dienten dann der Versorgung der Bevölkerung. Obwohl die großen Häuser den Einwohnern genügend Schutz gegen die Flut gebracht haben, hatten sie größtenteils keinen Strom, kein Trinkwasser und es fehlte an Lebensmitteln und Decken. Die Heizungen waren ja auch ausgefallen. So hatten wir die nächsten Tage reichlich zu tun, um die Versorgung der vom Wasser Eingeschlossenen aufrechtzuerhalten. Für mich persönlich kam dann doch noch ein weiteres großes Ereignis, aber der Reihe nach. Nach einer Woche intensiven Fliegens wurde ich abgelöst und nach Bückeburg zurückgeschickt, was mir überhaupt nicht recht war. Aber Befehl ist Befehl,
Da gibt's kein Murren. Das Ganze hatte natürlich einen Hintergrund. Meine Frau war hochschwanger und der Geburtstermin nahte. Am Samstag, dem 24. Februar 1962, kam ich zurück und durfte gleich nach Braunschweig fahren, um zu sehen, wann es denn soweit ist. Denn der errechnete Geburtstermin war schon 2 Tage überschritten. So konnte ich mit meiner Frau und meinen Eltern noch ein ruhiges Wochenende verbringen. Denn der kleine Erdenbürger oder die Bürgerin ließ immer noch auf sich warten. Aber offensichtlich gibt es doch eine Vorsehung. Am Montag früh wollte ich mit meinem alten VW Käfer zum Dienst fahren. Aber da es bitterkalt war, versagte mein Auto seinen Dienst. Ich ging also wieder rein und wollte mit meiner Dienststelle telefonieren, dass ich später kommen würde. Da kam mir meine Frau mit schmerzverzerrtem Gesicht entgegen und sagte, ich glaube, es geht los, bring mich ins Krankenhaus. Also Taxi gerufen und ab ging's. Nach einigen Stunden des Wartens dann die erlösende Meldung einer Krankenschwester. Sie sind Vater geworden, Mutter und Kind wohlauf, es ist eine Tochter. Da konnte ich nur strahlen und freute mich riesig auf die neue Erdenbürgerin. Leider kein Junge, der meine Fliegertradition fortsetzen könnte. Aber von der männlichen Seite seit 4 Generationen das erste Mädchen. Das war natürlich auch eine Besonderheit. Dieses Ereignis hat mal wieder gezeigt, wie nahe Leben und Tod beieinander liegen. Langsam kehrte der Alltag wieder ein, auch in meinem Fliegerleben. Die Grundschulung mit meinen ersten beiden Flugschülern machte mir viel Freude, denn jeden Tag sah man von neuem die Fortschritte. Ihre ersten Soloflüge hatten beide Schüler erfolgreich absolviert und das zeigte mir auch, dass ich wohl einiges richtig gemacht hatte. Langsam ging es Richtung Sommer. Meine Schüler waren kurz vor ihrem Abschluss. Die erforderlichen Checkflüge wurden von ihnen recht gut gemeistert und damit war die Ausbildung im Flachland beendet. Denn jetzt kam noch das Sahnehäubchen der Ausbildung, Gebirgsflug. Nun hieß es Sachen packen für mindestens 3 Wochen und ab nach Mittenwald. Aber dieses Mal nicht mit der Bundesbahn, sondern mit dem Hubschrauber. Der Flug ging von Bückeburg nach Fritzlar, erstes Nachtanken. Dann über den Spessart nach Niederstetten, Nähe Rothenburg ob der Tauber, zweites Nachtanken. Die letzte Etappe führte uns dann direkt nach Mittenwald. Auf der Hälfte der letzten Strecke sah man schon das gesamte Alpenpanorama. Dies war wieder einer der schönen Momente der Fliegerei. In Mittenwald angekommen, hieß es dann sogleich Zimmer beziehen, Sachen auspacken. Am nächsten Tag machten zunächst erstmal die Fluglehrer erste Eingewöhnungsflüge, um alle Landeplätze zu erkunden und sich an das Fliegen im Gebirge zu gewöhnen. Wir hatten großes Glück mit dem Wetter und konnten fast jeden Tag mit unseren Flugschülern Ausbildung betreiben. Eigentlich verlief alles völlig reibungslos. Reibungslos? Eine Geschichte ist doch erwähnenswert. Ich fliege mit meinem Schüler zur Krottenkopfhütte, denn wir hatten etwas Fracht für den Hüttenwirt dabei. Im Landegebiet angekommen, sagte ich zu meinem Schüler, nun machen Sie erstmal eine Winderkundung. Darauf kam die spontane Antwort, der Wind kommt genau von vorn. Woher wissen Sie das so genau? Nun ganz einfach, wenn Sie zu den Wolken schauen, die kommen uns genau entgegen. Ich war einen kleinen Moment sprachlos. Okay, sagte ich. Dann fliegen Sie mal eine 180-Grad-Kurve und sagen mir dann, wo der Wind herkommt. Artig flog er eine 180-Grad-Kurve und sofort danach, als wir wieder geradeaus flogen, sagte er, jetzt kommt der Wind auch wieder von vorn. Ja, wie kann das denn kommen? Darauf sagte er, völlig von seiner Theorie überzeugt, das ist nun mal so im Gebirge, da dreht der Wind häufig. Den Flug habe ich dann abgebrochen, denn mit diesem Mann musste ich natürlich erstmal ein sehr ernstes Wort reden. Wenn Sie es, lieber Leser, nicht schon längst erkannt haben, sei gesagt, in einem Flugzeug während des Fluges kommen die Wolken scheinbar immer entgegen, egal welche Zugrichtung sie haben. Aber ein Flugschüler darf natürlich Fehler machen. Dazu hat er ja einen Lehrer, der ihn korrigiert.
Aber das war natürlich ein gewaltiger Schnitzer, zumal es ja nicht sein erster Flug war. Inzwischen war die Gebirgsflugausbildung zu Ende gegangen und der Dienst in Bückeburg ging weiter. Der Alltag holte mich langsam wieder ein. Es wurde fleißig geschult und der Lehrgang kam langsam zum Abschluss. Das sah in der Zeit so aus. Nach 75 Flugstunden machten unsere Flugschüler ihren Abschlusscheck. Sowohl fliegerisch als auch theoretisch. Den Flugzeugführerschein und das obligatorische Flugzeugführerabzeichen gab es aber erst nach der Absolvierung der Gebirgsflugausbildung und dem Erreichen von 100 Flugstunden.